Hallo Martin hier von Dr. Windows. Vor mir auf dem Tisch liegt das Surftab Wintron 10.1 von Trextor, das als Volkstablet jetzt in den Handel geht für 199 Euro mit Windows 8.1 drauf, mit einer kostenlosen Jahreslizenz für Office 365 für ein Jahr, jetzt mit unlimitiertem Cloud-Speicher. Ein interessantes Gerät, vor allen Dingen zu dem Preis. Das hat sich so in dieser Preisklasse bisher noch niemand getraut. 199 Euro, wie gesagt. Die Ausstattung ist das, was wir erwarten dürfen. Also ein Intel Atom Z3735F. 2 GB Arbeitsspeicher haben wir drin. 32 GB fest verbauten Speicher, der per SD-Karte erweitert werden kann. Die Akkulaufzeit gibt Trextor mit 7 Stunden an und das Gewicht dieses Geräts beträgt 640 Gramm. Es ist wirklich gerade hier bei mir eingetroffen und ich werde es jetzt auspacken. Ich sehe es quasi zusammen mit euch jetzt dann auch gleich zum allerersten Mal. Ich hatte es ja auf der IFA schon in den Fingern gehabt, aber jetzt, wie gesagt, ist hier live das hier ein Gerät. Dann gucken wir mal in die Schachtel rein. Wenn wir es hier aufkriegen. So, hier liegt das gute Stück. Wie gesagt, ich hatte es auf der IFA schon in der Hand und da war der Eindruck wirklich ein ganz guter. Es fühlte sich auch jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Form besonders billig oder schäbig an. Und so wie es aussieht, bestätigt jetzt auch das endgültige Gerät diesen Eindruck. Kamera sehe ich hier gerade noch. 5 Megapixel haben wir hier auf der Rückseite, 2 Megapixel an der Front. Was eine Besonderheit bei dem Trextor-Gerät ist, sicherlich, ist, dass wir hier einen vollwertigen USB-Anschluss haben und noch andere Schnittstellen, das müsste ein Micro-HDMI sein, dass der Anschluss fürs Netzteil und hier für den Kopfhörer auf der anderen Seite eben dann die Power-Taste, nochmal ein Micro-USB-Anschluss und der Lautstärkeregler. Ja, wir kommen dann später sicherlich noch in einem weiteren Programm mal auf die Features hoch, was ein Krach. Ja, ansonsten sieht es mal ganz ansprechend aus. Wie gesagt, man hat jetzt hier nicht unbedingt den Eindruck, dass man einen Billigboliden in der Hand hat. Das fühlt sich nicht gerade schwer an, aber doch sehr, sehr solide. Wir werden, wie gesagt, nachher noch mal einen Blick drauf werfen. Dann gucken wir mal, was die Schachtel ansonsten noch so zu bieten hat. Bisschen Literatur ist drin. Ja, ansonsten haben wir hier tatsächlich nur noch das Netzteil und das war's auch schon. Okay, dann war das wesentlich unspannender, als ich das selber erwartet hätte. Aber wie gesagt, ihr wart live dabei. Hier gibt es noch ein paar Inhalte dazu. Da es sich ja, wie gesagt, um ein Volkstablet handelt und es in Kooperation mit der Bild-Zeitung vertrieben wird, bekommt man auf Bild Plus Inhalte und Bundesliga bei Bild und so weiter noch einen 3-monatigen Zugang, der aber, so hat man mir zumindest vorab gesagt, sich nicht automatisch in ein Abo verwandelt, sondern wirklich nur als Schnupperangebot zu verstehen ist. Ja, so viel mal für den Moment. Ich werde mich dann sozusagen gleich wieder melden, wenn ich das Gerät richtig in Betrieb genommen habe. Hier sind wir wieder zurück mit dem Surftab Wintron 10.1 von Trextor, jetzt auch im eingeschalteten und eingerichteten Zustand. Und jetzt schauen wir uns das Gerät dann mal ein bisschen näher an und beginnen mit dem Display. Wir haben hier ein 10-Finger-Multitouch-Display, IPS-Technologie mit einer Auflösung von 1280x800 Pixeln. Das ist für diese Preisklasse und überhaupt für Windows 8.1 eigentlich völlig ausreichend, weil wer Windows 8.1 kennt, gerade im Desktop-Betrieb, weiß, es gibt da doch immer noch die ein oder andere Schwäche in Bezug auf die Skalierung. Von daher, die ganz hochauflösenden Displays sind gar nicht so optimal im Moment für Windows. Die Blickwinkelstabilität ist hier ganz ordentlich. Auch wenn man das wahrscheinlich jetzt im Video ein bisschen schlecht transportieren kann, ist es ganz nett. Ich persönlich sage ja auch immer, der Blickwinkel muss gar nicht so wahnsinnig groß sein, weil nämlich dann auch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass der Nachbar schaut, was ich hier gerade so treibe. Ihr werdet hier im Video hier so ein paar Streifen sehen, die sind aber wirklich aufnahmetechnisch nur bedingt. Die Streifen gibt es hier in der Realität, sind die hier nicht zu sehen. Was ihr allerdings im Video gut sehen könnt, ist, dass das Ding hier wirklich sehr stark spiegelt. Das ist auch tatsächlich so, allerdings, es kommt wirklich im Video ein bisschen schlimmer rüber noch, als es tatsächlich ist.
Von der Reaktion her ist es absolut in Ordnung. Also es läuft hier alles flüssig. Auch die Darstellung ist gut. Wenn wir hier gerade mal eine euch allseits bekannte Webseite aufrufen, sehen wir auch, dass Texte sich sehr gut lesen lassen. Ich weiß nicht, wie gut dass das jetzt im Video zu sehen ist. Auch wenn man hier so ein bisschen reinzoomt, dann bleibt es alles scharf. Das ist wirklich so in der Kategorie völlig brauchbar und da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Allerdings sollte man immer ein Mikrofasertuch in Reichweite haben, wenn das Glas von dem Display zieht Fingerabdrücke doch magisch an. Ich habe schon es mehrfach geputzt. Aber auch das sind Dinge, ja, die Geräte, die Touchgeräte, die muss man halt ein bisschen öfter sauber machen. Ja, schauen wir nochmal um das Gerät hier allgemein nochmal rum. Werfen wir auch so einen Blick auf die Verarbeitung. Die ist absolut solide. Man hat hier wirklich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass man hier so einen Billigheimer in der Hand hat oder ein Gerät, das irgendwie droht, in den Fingern schon zu zerbrechen. Das ist alles sehr gut gemacht. Wenn es was zu bemängeln gibt, dann die Tatsache, dass die Rückseite für meinen Geschmack fast ein bisschen zu glatt geworden ist, sodass man aufpassen muss, dass einem das Gerät nicht hier so leicht aus den Fingern rutscht. Wir gucken dann nochmal hier oben rein. Hier oben kann man nämlich die SD-Karte einschieben, womit man den Speicher erweitern kann. Es gibt noch ein Modell, das 249 € kostet, das hier dann noch einen SIM-Einschub bietet, womit man also mit diesem Tablet dann auch mobil online gehen kann. Und ich weiß auch aus den Kommentaren und aus den Diskussionen in der Community, das ist ein Feature, das sich die Leute halt immer wieder wünschen. Und hier Trextor liefert dieses Feature mit. Sprechen wir über die Kameras. Die rückseitige Kamera hat, wie gesagt, 5 Megapixel. Ich habe nicht damit fotografiert, weil ich es persönlich sehr albern finde, mit dem Tablet zu fotografieren. Was ich aber getestet habe, ist die 2-Megapixel-Frontkamera mit einem Skype-Anruf. Und da war auch die Bildqualität so, dass man nichts zu meckern hat. Puristen werden jetzt da vielleicht die ein oder andere Schwäche finden in der Lichtstärke oder in der Schärfe. Aber wie gesagt, für Leute, die dieses Gerät hier kaufen, ist diese Frontkamera für Videogespräche und so weiter vollkommen ausreichend. Ein richtig schickes Arbeitsgerät wird das Trextor hier zusammen mit der Tastatur, die leider ich euch hier jetzt noch nicht zeigen kann, weil sie noch nicht verfügbar ist. Die wird mehrere Funktionen erfüllen. Also einmal kann man sie hier dann andocken. Man kann sie auch umschlagen, wie ihr das zum Beispiel vom Surface kennt, hat dann hier eine Abdeckung und gleichzeitig kann man hier hinten so das zu einem Aufsteller umbauen, dass man das quasi so Notebook-ähnlich dann nachher benutzen kann, wie man das zum Beispiel halt eben auch vom Surface kennt. Wird 49 € kosten, entgegen ersten Meldungen, die von 39 € sprachen und wird dann, ich weiß nicht, in 2, 3 Wochen dann wohl zu haben sein. Wenn ihr das Video von der IFA gesehen habt, da ist die Tastatur schon zu sehen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut mal in unserem YouTube-Channel. Da findet ihr das von Anfang September, findet ihr da das Video, wo wir hier schon mal ein Hands-on mit diesem Trextor gemacht haben. Und da war auch die Tastatur dann mit dabei. Sprechen wir noch über den Sound, den ich mir auch kurz angehört habe. Wir haben hier Stereo-Lautsprecher. Und wenn man sich bei der Arbeit so hin und wieder ein bisschen mit Musik berieseln lassen möchte, sind die vollkommen ausreichend für Telefongespräche oder ähnliche Dinge. Auch in Ordnung, also für Skype-Gespräche. Wenn man hier natürlich mal richtig die Lautstärke ordentlich aufreißt, dann klingt es doch sehr blechern und übersteuert dann auch. Aber auch das sind natürlich wieder Abstriche, die man einfach bei einem Gerät für 199 € ein Stück weit in Kauf nehmen muss. Ich versuche hier gerade noch ein anderes Detail zu zeigen. Ich hoffe, das kommt einigermaßen rüber. Achtet mal, ja, hier sieht man es jetzt, glaube ich, sehr gut. Diese mittlere Lamelle vom Lautsprecher, die steht so ein bisschen über und die sorgt dafür, dass wenn man das Tablet auf den Tisch legt, dass dann eben die Lautsprecher nicht flach auf dem Tisch aufliegen und entsprechend dann verdeckt bzw. dann regelrecht isoliert sind. Nettes Detail, mit so Sachen kann man bei mir immer Punkte machen, weil ich da einfach merke, okay, der Hersteller hat sich was dabei gedacht, der Designer hatte eine Idee und hat auch Details berücksichtigt. Das sind, wie gesagt, Dinge, damit kann man bei mir gut ankommen. Ja, über die anderen Dinge haben wir beim Auspacken schon gesprochen. Wir haben ja also nochmal einen USB-Host-Anschluss, also mit einem entsprechenden Adapter kann man hier zum Beispiel dann auch noch einen Drucker anschließen, Lautstärkeregler, Power-Taste. Einen vollwertigen USB-Anschluss, den man, wie ich finde, gerne nochmal erwähnen darf, weil der eben absolut nicht selbstverständlich ist bei Geräten in dieser Klasse, beziehungsweise bei Tablets ganz allgemein. Und so kann ich
nach den ersten Eindrücken wirklich nur ein Fazit ziehen, dass wir hier ein wirklich top solides Gerät haben, das einen super vernünftigen Eindruck macht, das nicht den Eindruck erweckt, dass hier jetzt wirklich der totale Billigheimer produziert wurde auf Biegen und Brechen, sondern hier wurde wirklich ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis abgeliefert. Und wer sowieso schon neugierig war und über den Kauf dieses Gerätes nachgedacht hat, den kann ich nach meinen ersten Eindrücken eigentlich nur dazu ermutigen und kann ihm viel Spaß damit wünschen. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuschauen.